Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben einen Replay-Cast eingesendet von dem guten Pyra-Cast oder Pyra-Cast TTV. Und ja, wurde gespielt in einem 1v1. Wir haben hier einen PvP, wie man sieht. Und ja, ohne Umschweife würde ich sagen, in der unteren Ecke gespawnt auf der Karte Hecate. Es ist Pyra. Und in der oberen rechten Ecke sein Kontrahent. Auch als Protoss gespawnt. Jaskier. Gut. Ja, schauen wir mal, was passiert. Jaskier legt gleich los mit Spam. Spam, Spam, Spam. Ich lese jetzt nicht alles vor. Es ist wundervoll zu lesen. Und passend dazu, vielleicht hat er gerade hier in der Zeit ein bisschen Zeit, einfach die Ctrl-V-Taste zu drücken. Das hat er mit Sicherheit im Zwischenspeicher liegen. Er hat nur auf 14 Drohnen oder 14 Probes aufgedrohnt oder aufgeprobt. Und ja, fängt an, nicht nur Spam zu spammen, sondern er fängt an, Gateways zu spammen. Schön geproxied an der dritten von Pyra. Und wir sind mal gespannt, ob Pyra das mitbekommt. Spam, Spam, Spam. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 2, 1. Entschuldigung. Ja, immer dann, wenn er ein bisschen Zeit zwischendurch hat. Wahrscheinlich tut er das einfach nur, um Pyra ein bisschen abzulenken. Pyra lässt sich zum Glück nicht beirren. Baut einfach weiter. Es ist tatsächlich der Name Programm. Spam wird gespammt. Das habe ich auch selten gesehen. Für alle, die vielleicht noch nicht wissen, wo es herkommt, es gab mal von Monty Python einen wundervollen Sketch, wo ein Mann in einem Restaurant sitzt und Frühstück ordert. Ich weiß nicht genau, was für ein Frühstück. Auf jeden Fall bekommt er zu diesem Frühstück, bekommt er immer Spam serviert. Spam ist so eine Art Corned Beef. Ich will es jetzt nicht butchern, aber so in der Richtung. Und er will es aber nicht haben, aber er kriegt es immer dazu. Und es ist dann etabliert, dass dieses Spam quasi etwas ist, was du dazu kriegst oder was du kriegst, obwohl du es nicht haben willst, obwohl es dich vielleicht im schlimmsten Fall sogar stört. Und Spam, wissen wir alle, mögen wir alle nicht so. Ja, da kommen jetzt die ersten Zealots rein, laufen direkt vorbei, machen sich an der Natural von Pyra erstmal gütig. Pyra hat ein Stargate im Bau. Das dauert ein bisschen. Insofern ist es ganz gut, wenn der Gegner selbst noch ein bisschen abgelenkt ist. Baut hier fleißig weiter Zealots. Und das sieht schon ziemlich schlecht aus. Pyra hat eigentlich gar nichts. Könnte vielleicht momentan mit dem Geld, was er hat, ein bisschen, ja, zumindest mal so ein Zealot andrücken. Oder, der Adepten wird hier wahrscheinlich nicht viel bringen. Aber da kommt zumindest ein Void Ray, der sich im Bau befindet. Und gleichzeitig haben wir hier in der Main schon einen Pylon, der baut. Noch einen Pylon, der baut. Haben wir hier eine Forge? Da ist die Forge. Das heißt also, Cannons muss man auch fürchten. Pyra gut reagiert, hat direkt Probes gezogen. Hat leider keine Zealots, um das irgendwie zu verteidigen. Verliert jetzt unglaublich viele Probes. Ist auf 11 runter gegen 17 von Jaskier. Auch 10 Zealots mittlerweile draußen gegen gerade mal einen Void Ray. Oder beziehungsweise, ja, sogar wirklich nur ein Void Ray, der draußen ist. Der zweite befindet sich jetzt im Bau. Fast voll Energie auf dem Nexus. Könnte man vielleicht Chrono boosten, aber zumindest wird an der Stelle der Zealot getötet. Nimmt noch einen mit. Wunderschön auch das Prismatic Alignment auf den Zealot, was die Geschwindigkeit reduziert, damit der Zealot besser abhauen kann, ohne mehr Schaden zu machen, weil wir wissen, Prismatic Alignment bringt nur was gegen gepanzerte Einheiten, Bonusschaden. Aber zumindest kann Jaskier nichts gegen den Void Ray machen. Jetzt die Frage, kommt der zweite Void Ray raus, bevor das Warp Gate fällt? Und ein zweiter Void Ray würde halt schon einiges bringen. Und da ist der Void Ray auch draußen, immerhin. Kein Stargate mehr, aber das verdoppelt die Firepower aus der Luft. Und ja, Jaskier baut zumindest mal ein bisschen weiter, hat zumindest mal auf 16 Probes seine Mineral Line saturiert. Da kommt eine Photon Cannon, auch nochmal von Jaskier. Wird direkt
nochmal rausgenommen und die Pylons sollen rausgenommen werden. Allerdings muss man sagen, 3 Worker gegenüber 16 ist schon eine starke Hausnummer. Es sind 4 Zealots draußen, ein paar sind unterwegs. Ein paar stehen hier noch, sind keine unterwegs. Jaski könnte, wenn er ein bisschen Geld ausgeben würde, tatsächlich hier was machen. Ja, ich finde auch die Schilde des eigenen Nexus waren ein bisschen zu hoch. Die tun sich viel besser, wenn sie regenerieren dürfen. Ja, jetzt wird die Wall von Pyra angegangen. Da fällt gleich der Pylon, bevor die Zealots hier rausgenommen werden. Noch 2 Stück sind da, aber die werden zumindest nicht die komplette Wall einreißen können. Und hier noch ein paar chillige Zealots, die einfach nur nichts tun. Da werden die nächsten 4 angedrückt, also da fehlt es tatsächlich ein bisschen an der APM. Sieht aber trotzdem, finde ich, immer noch sehr, sehr schlecht für Pyra aus. Wir haben einfach den vierfachen Worker-Count, 4 zu 16. Und Pyra auch quasi out of Minerals. Na, jetzt geht es zumindest mal der Produktion hier an den Kragen. Oder vielleicht doch den Zealots. Prismatic Alignment haben wir gelernt, ist sehr, sehr gut gegen Zealots. Und ja, vielleicht ganz gut, die Zealots doch zum hier rauszunehmen. Da kommen die nächsten 4 raus. Auch die werden erstmal chillen. Wir wissen ja, Zealots kommen in Wellen. Und es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es sich nicht lohnt, die gleichzeitig angreifen zu lassen. Und ja, so ist zumindest mal einigermaßen aufgeräumt. Die Basis. Jaskier floatet ein bisschen Minerals. Wenn die jetzt alle produzieren würden, vielleicht sogar noch mit einem Chrome Boost. Ich mutmaße mal volle Energie auf dem Nexus. Keine große Überraschung. Aber ja, und jetzt plötzlich haben wir zumindest den Angriff, wie es aussieht, einigermaßen verteidigt. Ich meine, bei Pyra ist halt nicht viel. Jaski jetzt aber auch Supply blockt. Wir haben zumindest mal wieder 7 Worker gegenüber 18, das heißt also beide so ein bisschen im Makron. Ich habe vergessen dazu zu sagen, das Spiel findet auf Silberliga-Level statt, also wir sind so um die 2200 MMR. Da ist alles möglich. Und jetzt gibt es auch keine Production mehr. Es wird auch keine Anstalten momentan gemacht, dass da nochmal ein Pylon hinkommt. Und jetzt kann Pyra erstmal gemütlich chillen, nochmal ein paar Worker aufbauen. Jetzt auch mal den Chrono-Boost verwenden, da ist er seinem Gegner auf jeden Fall schon mal ein bisschen voraus. Oh, hier fehlt Energie, das heißt, er wurde auch gechrono-boostet. Sehr gut. Ja, und jetzt kommen hier statt Proxy, kommen in der Heimatbasis erstmal 4 Gateways und haben mittlerweile auch 2 Gasgasiere voll besetzt, Minerals hier voll besetzt und was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass jetzt Jaski hier so ein bisschen versucht zu expanden. Minerals hat er gleich dafür, um einen zweiten Nexus zu bauen, einfach nochmal ein paar Worker zu bauen. Und kann dann, trotz der Void Race, die er im Moment noch nicht rausschießen kann, einen ganz guten Vorteil genießen. Ja, Pyra denkt sich, wir schießen erstmal hier diese Proxy-Geschichte weg. Die ist zwar zurzeit keine Gefahr mehr, aber man weiß nie, ob vielleicht nicht noch eine Sneaky Probe hier nochmal herkommt und nochmal ein Pylon baut. Ich persönlich hätte wahrscheinlich bevorzugt, wenn die 2 Vultures rübergehen, solange da noch keine R-Verteidigung steht. Jetzt kommen hier die ersten Stalker, sind im Bau. Auch irgendwo haben wir noch einen Chrono-Boost gehabt. Energie ist ein bisschen verbraucht. Aber wir sind worker-technisch zumindest mal wieder so ein bisschen ausgeglichen. Also Jaskier lässt hier Pyra gut Zeit, sich nochmal zu erholen von dem Anfangspressure. Insofern könnte es durchaus noch ein Game werden. Jetzt würde sich Prismatic Alignment gut machen. Gebäude kriegen Zusatzschaden, weil sie als Armored gelten. Aber gut, momentan ist nicht viel am passieren. Und ja, gleicher Worker-Count auf beiden Seiten jetzt. Und hier kommt jetzt für Jaski auch der zweite Nexus. Jetzt natürlich auch sehr, sehr spät, aber klar, wenn man natürlich seine ganze Produktion erstmal in die Zealots steckt, die dann tatsächlich erstmal so ein bisschen am Gegner zerschellen lässt, dann bleibt nicht viel übrig, aber jetzt haben wir das hier. Und die Main ist auch schon sehr, sehr stark am Schwächeln. Jetzt auch Warpgate fertig, das heißt, ab jetzt haben wir Warp-Ins. Und Pyra hat wenig Produktion. Jetzt kommen zumindest hier die Pylons rein. Es kommt nochmal ein Stargate. Vielleicht keine schlechte Wahl, das ist nicht Frage, weil sich beide Gegner jetzt so ein bisschen erstmal abtasten. Ist gar nicht so leicht zu sagen, was macht denn der andere jetzt? Beim Pyra kann sich denken, dass jetzt wegen der Void Race natürlich erstmal ein paar Anti-Air-Einheiten kommen. Und da rennen die auch schon in die Stalker rein, kriegen Schaden. Der erste Void Ray wird wahrscheinlich fallen, geht auch direkt raus und der zweite wird es auch nicht mehr schaffen. Und ja, jetzt haben wir 11 Stalker gegen nichts. Gebäude kommen hier
Pirate hatte noch keine Gelegenheit, eine Bank aufzubauen, hat aber 10 Worker mittlerweile mehr, also sehr, sehr fleißig sich aus der Versenkung nochmal hochgeprobt. Sehe ich sehr, sehr gerne diesen Move. Und jetzt mal gucken, ob wir hier gleich noch ein paar Einheiten, die produzieren haben. Da soll mal ein Void Ray kommen. Ist jetzt natürlich schwierig, die Stalker sind schon auf dem Weg und wir haben 13 an der Zahl und sie haben alle Lust, ein bisschen ihre Laserstrahlen auf den Gegner niederprasseln zu lassen. Und ja, zumindest war der Nexus fertig. Probes werden auch rübergerallied. Sehr schöner Move. So, und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn 11 oder 13 Stalker auf so ein Stargate treffen. Vielleicht noch ein Chrono-Boost könnte das Ganze nochmal retten. Ist schwer zu sagen. Aber jetzt wird's fallen, ohne dass der Void Ray... Zumindest wurde der nochmal gecancelt. Ressourcen nicht ganz verloren. Und ja, schnell nochmal rausholen, was rauszuholen ist. Ganz viele Cannons. Und da wird die Forge jetzt auch fallen. Und solange sie aber noch nicht fällt, kann man zumindest hier jetzt noch ein paar Cannons bauen. 6 Stück. Kommen sie schnell genug raus. Ist ganz gut, dass sich hier Jaskier um die Gebäude erstmal kümmert in der Natural. Wenn er jetzt raufgegangen wäre, bevor die Kanonen fertig sind, dann wird es schwierig, das noch zu halten. Aber Nexus scheint ihm wichtiger zu sein. Natural Denying ist auch ein guter Move eigentlich. Erstmal so ein bisschen den Gegner klein halten. Und jetzt ist die Cannon da. Wird auch einen Stalker rausnehmen. Der wird gerade noch gerettet, nur um die nächste Cannon reinzulaufen. Und jetzt ist die Frage, reichen die Cannons gegen die Stalker? Sind nur noch 7 Stalker da? Nur noch 4 Cannons? Und ja, da kommt ja, werden die Boys gepult, um die Cannons zu schützen. Und genug Arbeiter hat Pyra momentan. Ich meine, es sind nicht mehr so viele Mineral Patches da, es sind schon ausgemint. Wir sind 12 Minuten im Spiel. Beide Spieler haben 1 bis 2 Basen. Sieht man auch nicht so oft. Aber damit ist Pyra erstmal auf der Main komplett festgehalten. Hat jetzt auch hier kein Mining mehr. Muss mit tatsächlich sage und schreibe 40 Arbeitern gucken, wie man die irgendwie aufgeteilt kriegt, dass jeder etwas zu tun hat. Beide Spieler so eine leichte Bank. Nochmal genug Kanonen und jetzt auch Batterien. Das heißt, die Stellung ist erstmal sicher. Kommt drauf an natürlich, was Jaskier im Hintergrund macht. Da sind einige Stalker reingeworben worden. Wir haben nochmal, selbst jetzt Stargates auf unserer Seite, auf der Seite Jaskiers im Bau. Gase voll besetzt. Und mittlerweile dürfte das Mining von Jaskier trotz dem riesigen Arbeiterunterschied dürfte dem von Pyra erstmal überlegen sein. Aber Pyra sagt sich, ich brauche nicht viel. Wir haben immerhin noch 2000, gut 3500, fast 4000 Mineralien hier in der Main, die man abminen kann. Alle Probes arbeiten im Akkord. Was soll schon großartig passieren? Ja, noch mehr Pylonen, weil wenn man null Army hat, braucht man erstmal Supply. Dadurch, dass der Nexus gefallen ist, dass viele Pylonen gefallen sind, ist es natürlich das Erste, was man machen muss, ist klar. Und da kommt ein Mega-Surround auf den Stalker. Der wird erstmal fallen. Jetzt werden wahrscheinlich aber die Stalker problemlos die Probes aufreiben. Macht nochmal ein bisschen Supply frei. Vielleicht gar nicht mal der schlechteste Move. Jetzt haben wir natürlich nur für Jaskier etwas mehr Mining. Aber die Stalker werden sich an den Kanonen die Zähne ausbeißen. Und dann ist das zumindest erstmal nochmal gehalten. Und noch eine Kenne. Ah, Spam, Spam, Spam. Wir hatten es schon lange nicht mehr. Wer kennt die Geschichte nicht von Monty Python und dem Sketch mit dem Spam? Ich könnte ihn euch erklären, aber irgendwas in mir sagt mir, ihr kennt die Geschichte bereits. Ihr seid natürlich alle allwissend, ihr müsst das nicht wissen. Ich muss euch das nicht noch extra nochmal erklären. Und ja, jetzt auch die Main von Jaskier schon halb leer. In dem Fall würde ich sagen halb leer. Da ist an der Main Hopfen und Malz verloren. Dafür haben wir hier immerhin 8 Probes. Würde noch ein paar rüber rallyen. Vielleicht noch ein paar bauen, aber vergisst man im Eifer des Gefechts natürlich sehr, sehr gerne. Gerade auf dem Level, auf dem wir uns hier befinden. Und ja, also nochmal 4 weitere Gates dazu. Dann sind es immerhin 8 Gates, 2 Stargates. Und da sollen jetzt Einheiten kommen, die das Ganze erstmal aufrollen. Dauert ein bisschen, die Eco fehlt jetzt einfach wirklich bei beiden Spielern. Pyra schwächelt die Main auch immer mehr.
Aber zumindest, ja, wir haben einen Stargate, wir haben einen Fleet Beacon, wir haben Tempest im Bau. Tempest, die Tech der Wahl, die Unit der Wahl gegen die bösen Stalker. Natürlich von der Range her wesentlich besser. Wenn viele Stalker auf so ein Tempest drauf blinken, ist da auch nicht mehr viel zu wollen. Aber vielleicht gegen die Voidress, die jetzt Jaskier gebaut hat, ist der Tempest wahrscheinlich auch etwas besser. Und da sind schon die Tempests, die sind komplett an mir vorbeigesneakt. Ja, wird sogar ein bisschen gemicrot. Noch nicht viel passiert, ein bisschen Schaden auf dem einen Void Ray, aber momentan gehen sich die beiden noch etwas aus dem Weg. Und Jask hier immer noch nicht dabei, weitere Probes zu bauen. Sollte er vielleicht tun, einfach um diese Eco aufrechtzuerhalten, damit er volle Pulle aus allen Warp Gates, die er hier hat, und aus allen Stargates, die er hat, produzieren kann. Aber, jetzt gucken wir gleich, das sind zwei Tempests, die Probes entsprechend auch one-shotten können. Und jetzt, na, ein paar sind gefallen. Und da werden noch mehr fallen. Da wird nicht gemicrot. Ein paar sind auch quasi arbeitslos. Chillen ein bisschen in der Mineral Line. Und jetzt sind es nur noch 18 Arbeiter. Das ist natürlich auch wild. Drei Basen zu sehen, an denen quasi nichts passiert. Hier wird auch fleißig erstmal Gas gemint. Wesentlich wichtiger als die Minerals natürlich, wie man weiß. Und deswegen hat Jaskier momentan auch keine Ressourcen, um noch irgendwelche Einheiten zu produzieren. Es reicht noch nicht mal für einen weiteren Stalker, für gar nichts. Hier hinten geht es mittlerweile auch ab. Da geht es Pyras Arbeitern an den Kragen. Aber wir haben hier die Batterie von Kanonen. Da sind die erstmal sicher. Derzeit haben die Stalker auch noch mal ein bisschen die Main oder die Natural abgerissen. Und Pyra tatsächlich aber immer noch Geld, um den einen oder anderen Tempest zu produzieren. Die räumen hier auch entsprechend die Void Rays auf. Und jetzt haben wir nur noch so eine Handvoll Stalker. Und Pyra schön dabei, die Main jetzt mittlerweile von Jaskier zu zerlegen. Na, wunderschöne Pylonen, die man hier zerstören könnte. Mal gucken, was ist hier. Ah, jetzt werden mittlerweile auch noch mehr Worker rausgechrono-boostet. Hier sind mittlerweile ein paar dran. Also, Jaskier versucht es nochmal. Wird jetzt natürlich aber plötzlich, sieht es für ihn gar nicht mehr so gut aus. Hat keine Ressourcen, hat ein niedriges Mining. Und jetzt geht es auch der dritten an den Kragen. Wir haben noch 11 Worker. 10. Da könnte jetzt nochmal ein Stalker rauskommen. Werden es vielleicht noch zwei, man weiß es nicht. Stalker hier machen auch nichts, aber die können auch quasi hier nicht mehr reinpushen. Mittlerweile ist immer noch in der Main Minerals übrig, nach 17 Minuten. Das kenne ich so auch nicht. Und jetzt geht es den letzten Arbeitern von Jaskier an den Kragen. Und ich vermute fast, dadurch, dass Jaskier nichts mehr produzieren kann, dass hier tatsächlich ein sehr unerwartetes Ende dieses Matches passieren könnte. Zumindest sehe ich nicht mehr, was hier noch großartig passieren könnte. Klar, man kann auch mal Worker produzieren, aber die Void Rays oder die Tempests sind sofort da. Es sind 5 Stück. Wie will man gegen diese Macht ankommen? Der Stalker sofort getötet. Haha, GG. Natürlich, in dem Fall, ich nehme mal an, es soll vielleicht ein GG werden. Man weiß es nicht. Da hat er das GG geschrieben. Und der spammende Jaskier scheint das Handtuch zu werfen. Jawohl. Ich fand es sehr lustig, was Jaskier da gemacht hat mit dem Spam. Es ist wahrscheinlich nur zum Ablenken des Gegners, damit er vielleicht ein paar Missklicks hat, während man selbst nichts zu tun hat, weil zu Hause sind die Probes schon alle gebaut, die man haben will. Die Gateways sind im Bau und man hat einfach die APM übrig, um ein paar Mal Return, Steuerung V, Return zu drücken. Und am Ende, ja, gibt er sich aber geschlagen, schreibt auch GG, finde ich sehr, sehr schön von ihm. Und ja, man muss sagen, Pyra, gut gemacht, schöne Verteidigung, gut reagiert, auf die richtigen Einheiten gesetzt und dann tatsächlich auch ein bisschen Glück gehabt, da Jaskier seine Stalker ein bisschen reingejolot hat in die schöne Cannonball und damit ein verdienter Sieg für Pyra.